Die ersten Monate des Jahres 2013 waren durch eine starke Marktdynamik gekennzeichnet. Im Investmentmarkt schwappte die Jahresendrallye des Vorjahres ungebremst ins Erstquartal 2013 über und bescherte Deutschland mit einem Investmentvolumen von 7,1 Milliarden Euro ein Transaktionsplus von 35% im Vorjahresvergleich. Die Bürovermietungsmärkte scheinen hingegen derzeit vom Investmentgeschehen entkoppelt und zeichnen ein uneinheitliches Bild. Trotz sinkender Vermietungsleistung fallen die Leerstandsquoten, denn die Nettoabsorption steigt vielerorts durch Konversionen in andere Nutzungsarten wie Wohnen oder Hospitality sowie durch eine anhaltend niedrige Neubautätigkeit. Auch die Vermietungs- und Investmentmärkte für Lager- und Logistikflächen zeichnen konträre Verläufe. Die Vermietungsleistung kann das Niveau der starken Vorjahre 2011 und 2012 nicht halten, während das Investmentvolumen, vor allem getrieben durch Portfoliotransaktionen, das stärkste Quartalsergebnis seit fast 5 Jahren reflektiert.